Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelato und weiter geht's mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jo, in diesem Part versuche ich, wenn es klappt, irgendwie hier vorne was zu machen. Also wir laufen einfach mal hier vorne. Was ist das? Wahrscheinlich irgend auch eine Art Labyrinth oder sowas, keine Ahnung. Ich gehe mal hier vorne hin. Das heißt, ich werde mal von diesen Felsen auf den Nachbarsfelsen kommen, also auf den da hinten. Und mal schauen, ob wir da irgendwie was aktivieren können. Irgendwas Schreinhaftes. Wäre natürlich am besten. Aber mal schauen. Wie gesagt, keine Ahnung, was uns hier erwartet. Aber das werden wir schon auch sehen. So, da bin ich auf jeden Fall richtig. Ich denke mal, wenn ich hier so lang laufe, komme ich eventuell zu diesem als erstes. Auf jeden Fall, hier gibt es irgendwas. Irgendwas Tempelartiges. Oh, vielleicht sogar da oben schon. Ja, keine Ahnung, ob das ist, diese Spitze, wo ich hin will. Die Spitze des Eisberges. Hier scheint es auch recht kalt zu sein. Naja, zumindest noch nicht so ganz kalt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns hier wartet. Auf jeden Fall, da hinten ist ein Wuffi. Hey Wuffi, hallo. Oh, diese kleinen Rocks. Warte mal, die kann man am besten mit einer stumpfen Waffe... Habe ich sowas? Natürlich habe ich keine stumpfen Waffe. Vielleicht aber mit einer Zweihand? Nee. Ja, also die muss man auf jeden Fall mit einer stumpfen Waffe oder halt... Mal gucken, ob das geht. Nee, die kriegen irgendwie keinen Schaden. Achso, man kann die nehmen, stimmt. Lass mich runter, du Sau! Lass mich runter! Na gut. Oh. Jetzt ist explodiert. Also man kann die also auf jeden Fall nehmen anscheinend. Aber dafür muss man die erstmal hauen, oder? Ja. Lass mich runter, du Schwein. Lass mich runter hier. Boom. So, und dann noch den letzten Kasper. Und weg mit dir. Okay, wir sind nach wie vor auf der Suche. Hier runter, genau. Hier runter müssen wir. Na, kriegen wir den Wolf? Nein, kriegen wir nicht. Naja, ist auch egal. So. Darunter müssen wir. Sieht auf jeden Fall sehr fresh hier aus. Sehr sandig. Da hinten ist ein Kamel immer noch. Ja, wie gesagt, bald werden wir das alles in Angriff nehmen. Ich habe sogar überlegt, es ist besser, wenn wir das jetzt wirklich alles nacheinander machen. Die Story, sprich den Kamel, die Äxte und auch den Vogel. Allein aus dem Grund, weil wir jeweils ein Herzteil bekommen, ne? Wir bekommen ein Herzteil, wenn wir dort den Boss besiegen. Und das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil. Ist das etwa so eine antike Maschine? Lebt die da vorne? Sieht nämlich so aus, als ob die lebt. Und ganz normal hier nochmal kurz speichern. Hab nämlich ein bisschen Respekt davor. Na? Ja, es lebt. Ja, bleibst du mal stehen. Ja, verdammt, das zieht schon viel ab. Blocken ist halt immer so eine Sache. Klappt halt leider nicht immer. Ich weiß nicht, wann genau ich drücken muss. Das ist immer so eine Sache. Das ist so schwer. Das fällt mir so schwer, das Blocken. Na toll, jetzt ist unser... Ups. Falsche Taste. Da ist unser Schild kaputt gegangen, Mist. Wobei das hier, glaube ich, ziemlich gut ist zum Blocken. Nein, jetzt ist auch das Schild kaputt gegangen. Ey, was ist denn los? Ha, jetzt hat's geklappt. Genau, warum es geklappt hat. Das wird nichts, das wird nichts. Na gut, natürlich habe ich euch verarscht. Natürlich wird das was. Denn wir sind der King. So. Das ist wirklich super schwer. Also, ich weiß nicht, wann ich immer diesen perfekten Block mache. Manchmal klappt er nicht. Und das kotzt mich wirklich an, dass er halt
oft nicht klappt und ich weiß nicht, woran es liegt, wann ich genau den Button drücken muss. Ich meine, bei Mario Kart 8 zum Beispiel habe ich definitiv, weiß ich, wann ich da den Blitzschlag machen muss, wann ich da was drücken muss. Aber hier klappt es manchmal halt nicht. Das ist doof. So, jetzt war ich gerade ein bisschen ruhig. Einfach aus dem Grund, weil ich genießt habe. So, da ist nochmal so ein Teil. Och nee. Ich muss diese Maschine irgendwie anders töten. Ich meine, wir haben diese krassen Waffen, die Schaden machen. Hier, das hier. Aber bin ich denn überhaupt hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Ey, du Maschine, kommst du, du Arschloch? Wie, du lebst nicht? Ja, okay, diese Maschine lebt nicht. Ja, da hast du aber nur Glück gehabt, ne? So, wir müssen also weiter entlang hier. Okay, da hinten ist noch eine. Ja, ich habe also auf jeden Fall Respekt vor denen. Da ich sie leider nicht immer killen kann. Weil es leider irgendwie nicht immer klappt. Aber, ja, man muss da irgendwie durch, ne? Man muss hier irgendwie durch. Okay, die lebt. Ich probiere das einfach mal. Ich weiß nicht, ich habe doch schon wieder gedrückt, so wie man es drücken muss. Oh Mann, ich... Nein, mein Schild ist kaputt gegangen. Jetzt haben wir gar kein Schild mehr. Jetzt haben wir kein Schild mehr, ne? Okay, wir haben kein Schild mehr. Das heißt, ich muss jetzt dich so besiegen. Das Teil hält einfach nur aus. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde versuchen, einfach hier gegen zu kämpfen. Ja, das ist voll dumm, was ich gerade mache, aber ist mir jetzt egal. Wir kriegen das Teil irgendwo mal tot. Es hat nicht mehr viel. So, da haben wir es erwischt. Weil die Waffe halt macht sehr guten Schaden. Und das Teil hat, glaube ich, um die 500 AP, also sprich 10 Schläge. Aber trotzdem, das ist so aufwendig. Ich habe jetzt kein Schild, das ist... Meh, das ist nichts Gutes. Definitiv nicht. Das wird doch wahrscheinlich gleich kaputt gehen. Die Zweihandwaffe. Dann haben wir richtig Pech. Naja, muss man halt durch. Muss man durch. So, wo muss ich lang? Ich muss also irgendwie langsam da hochkommen. Oder ich versuche hier von der Seite hochzukommen. Das sieht gut aus. Ah, das wird auf jeden Fall hier ein krasser Weg. Ich kletter mal jetzt hier hoch. So, ich glaube hier vorne sieht das ganz gut aus. Also klettern wir jetzt einfach mal hier hoch. Ich meine, wir müssen ja sowieso da hoch. Also wird das schon irgendwie klappen. Es ist halt wirklich super nervend, diese Wächter. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder bin ich zu doof, das zu kontern, oder ich drücke mal in den falschen Moment, oder... Ach, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall klappt bei mir dieser Konter nicht so ganz, wie er klappen soll, und... Aber das ist mir jetzt auch egal. Irgendwie, seht ihr, komme ich ja da doch durch. Also irgendwie klappt schon. Na, was haben wir denn hier? Ein paar Vögel? So, auf jeden Fall laufen wir total richtig, das heißt immer schön weiter hoch. Oder wird es ziemlich kalt. Das heißt, wir brauchen irgendwas. Das macht aber nicht drunter, ne? Das macht nur Schnee. Ne, das war ja der Winterwams. Oh, der hat jetzt auch schon 9. Ne, der hat 1. Insgesamt ist 9. So, einmal brauche ich das. Und das andere wäre dann das. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Schutz. So, und weiter hoch. Immer schön Richtung Schnee. Das ist ja krass, dass hier oben Schnee ist. In der Wüste hätte ich niemals gedacht. Das ist wirklich amazing. Das ist auch wieder so ein,
so ein typisches Wunder, was mich so gerade fasziniert an dem Spiel. Warum ist in der Wüste hier oben Schnee? Ich meine, klar, ich weiß, dass in hohen Gebieten oder erhöhten Gebieten eigentlich immer recht ziemlich kalt ist und auch meistens auch eine weiße Spitze. Aber warum gerade hier in der Wüste auch? Das flasht mich gerade so. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich finde das gerade ziemlich nice. Dort geht mit dir ab. Oh. Was ist denn los, Axel? Was ist denn los? Was ist denn los? Willst du hier aufs Maul? Hier. Kriegst ein Schwert-Headshot. Yes. So, also im Prinzip können wir die Waffe wegschmeißen, weil die sowieso gleich kaputt ist. Ja, da ist es geschehen und dann können wir die hier mitnehmen. Ich finde es aber ziemlich geil, dass man hier so unterschiedliche Waffen bekommt, dass man sich auch von seinen alten Waffen trennen muss, weil ja, es ist halt so gemacht und das ist schon vollkommen okay. So, wir sind also fast auf der Spitze oben. Wahrscheinlich ist es wirklich dieses kleine Teil da, was rausguckt, dass das unser Ziel ist. Dass irgendwo da der Schrein ist. Zumindest blinkt hier noch nichts. Also wird es wahrscheinlich ein Schrein sein, der einfach nur doof rumsteht. Oder wir müssen irgendwas erledigen und dann spawnt das Schrein. Also irgendwie sowas. Okay, da ist die Spitze. Ach, das ist das hier. Okay, dann gibt es dort wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich irgendwie einen Krog oder sowas. Jo, würde ich mir jetzt halt erklären, weil anders wüsste ich nicht. Was haben wir denn hier? Spurtling. Hä? Warum ist das leer? Warum ist mein Ausdauer leer? Ich dachte, ich habe noch was. Nee, gut. Müssen wir nochmal machen. So, jetzt aber. Und hoch mit dir, Link. Jupp, jupp, jupp. Na komm, das nimmst du mit. Und weiter hoch. Ja, also, da gibt es definitiv irgendwas. Da will ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal umschauen. Um festzustellen, dass es eventuell doch da nichts gibt. Nee, hier muss es irgendwas geben. Okay, hier sind irgendwelche Kugeln. Ah, ich glaube, das ist der Schrein oder sowas. Also. Aber erstmal möchte ich hier hin. Hier gibt es auf jeden Fall. Okay, Moment. Was hat das mit den zwei Kugeln auf sich? Vielleicht muss ich auch einfach diese zwei Kugeln auf diese zwei Steine hochbekommen. Also einmal hier eine Kugel und einmal hier eine Kugel. Okay, hier ist ein Grog. Definitiv. Wollte ich gerade sagen, da kann mir jeder erzählen, was er will. Hier ist ein Grog. Ja, ich habe dich entdeckt. Okay, noch ein Grog und dann können wir die Waffentasche wieder verbessern. Das ist so geil. Da freue ich mich übelst. Und ich nehme natürlich wieder auf Dingster hier. Ich werde einfach auf Waffen slotten. Dann habe ich nämlich 15 Waffen. Ja, 15 Waffen. Und das ist ziemlich geil. Scheiß auf Bogen, scheiß auf Schilder. Wir brauchen Waffen. Weil ich will nie wieder Waffenmangel haben. Okay, hier müsste es also einen Schrein geben. Ich weiß halt nicht, was ich hier machen muss. Aber das werden wir noch rausfinden. So. Was haben wir denn hier Schönes? Da steht ja was geschrieben. Ein Hüttentagebuch. Erste Seite, okay. Wer hier? Ich werde hier meine Forschung zur Heldenprüfung dokumentieren, die in den verschiedenen Gerudo-Bergen ruht. Tag 1. Ich begebe mich in die Berge, um die Heldenprüfung zu erforschen, welches einst einen alten Dokument erwähnt wurde. Am Sockel des verschneiten Gerudo-Berg schlummert die Heldenprüfung. Denn das Dokument erwähnt Sockel habe ich bereits erreicht. Was? Denn im Dokument erwähnten Sockel habe ich bereits erreicht. Tag 7. Nun ist es eine Woche her, seitdem ich den Sockel in einem verschneiten Bergen entdeckt habe. Meine Nahrungsvorräte gehen bereits zur Neige. Doch mit viel eine bisher... Doch mir fiel bisher eine bisher unbemerkte Stelle im Dokument auf, die sich als Schlüssel erweisen könnte. Leuchte der Sockel am Schneeberg, wirft runden Dunkelheit in seine Miete. Hä? Alter, was wollen die von mir? Es wird dunkel, was ist denn da los? In den 7 Tagen, die ich hier Sockel, bin ich hier? In den 7 Tagen, die ich hier
forsche, fand ich heraus, dass der Sockel nur an bestimmten Zeiten leuchtet. Okay, aber darauf mag sich die Passage wirft runde Dunkelheit beziehen. Ach, worauf? Wahrscheinlich auf die Nacht, oder? So, was steht da? Tag, habe jedes Gefühl an Zeit verloren. Ich spüre, dass es im Sockel verborgene Geheimnis zum Greifen nahe ist. Dunkelheit bezieht sich auf einen Schatten. Das ist mir jetzt klar, doch meine Nahrungsvorräte sind aufgebraucht und ich kann meine Forschungen nicht fortsetzen. Okay, irgendwas hat das mit dem Schatten hier, was gerade auch fehlt. Okay, mit anderen Worten, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Oh, eine gefrorene Forelle hatten wir noch gar nicht gehabt. Tieftemperaturen haben diese Forelle gefrieren lassen. Jetzt ist es umso schmackhafter. Isst du sie, erhöht sich kurzzeitig dein Hitzeresistenz. Aber was bist denn du hier für ein Kasper? Da, weg mit dir. Jo, ich habe also keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Aber es hat irgendwas mit Schatten und irgendwas eventuell mit diesen Kügelchen zu tun. Mit anderen Worten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Oh, da ist was das denn? Vielleicht hat das auch irgendwas damit zu tun. Ach so, ich glaube, ich weiß, was gewollt ist. Wir sollten diese Kugel... Da ging Donner oder so. Moment. Nein! Meh. Irgendwer hat die Kugel nicht geschmissen. Link, verdammt, du sollst doch die Kugel schmeißen. Wir haben noch eine Kugel. Jedoch zwei. Ja, seht ihr, die ist respawned. Die ist hier respawned. Das heißt, es muss irgendwas wirklich damit zu tun haben. Oder wir müssen die halt einfrieren. Moment. Irgendwie. So. Bleib stehen. Nein, verdammt. Meh. Los, hoch. Na toll, in der Luft. Das wird nichts mehr. Was ist das? So, die geht jetzt kaputt, ne? Okay, die lebt noch. Aber die andere Kugel. Okay, ist nicht respawned. Aber wo kommt der denn jetzt her? Der ist aus dem Nichts gekommen. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach aus dem Nichts gekommen. Dieser Kasper. Also nach wie vor. Ich habe keine Ahnung, was hier gemacht werden soll. Aber auf jeden Fall, es hat irgendwas definitiv mit diesem Zeug zu tun. Ich mache jetzt einfach mal hier gegenschießen. Und es bringt nichts. Aber was soll ich denn dagegen schleudern? Tiere? Nee, wahrscheinlich nicht. Hat sich der Busch gerade bewegt? Oder der hier? Hä? Okay, ich hatte das Gefühl gehabt, dass sich der Busch hier bewegt hat. Ich weiß nicht warum. Okay, also definitiv weiß ich, hier oben ist was. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie rumforschen. Weil das bringt, glaube ich, nichts. Weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Deswegen werde ich mich informieren einfach und gucken, was ich hier demnächst machen muss. Gut, das hätten wir gemacht, sagen wir mal. Jetzt gehen wir mal hier runter. Oder hier runter. Ah, ich denke mal, wir gehen erstmal hier hin. Mal gucken, was sich hier mit auf sich hat, weil da ist auf jeden Fall auch... Da ist der Schrein. Okay, man sieht den von hier aus direkt perfekt. Ist das ein Schrein oder brennt es da? Ist das ein brennender Schrein? Okay, nee, das ist doch kein Feuer. Das ist der ganz normale Schrein, alles klar. Das ist super, freut mich. Oh, da ist was Leuchtendes. Das ist ja cool. Was ist denn das? Hey, was ist das? Ach, das ist so ein Dings da hier. Wie heißt der? Untersuchen!
Ich wollte untersuchen. Das ist hier ein, ja, hier so ein Waldgeist, genau. Ein Grog. Der Name ist nicht eingefallen. Ja, ich habe dich entdeckt. Okay, wir können auf jeden Fall jetzt eine Waffentasche erhöhen. Das werden wir auch gleich machen. Nachdem ich hier das ganze leuchtende Zeug abgesammelt habe. Ich weiß nicht, ob man das gut verkaufen kann. Das bin ich mir jetzt nicht klar, ob man das verkaufen kann. Aber falls ja, ist das halt eine ziemlich gute Geldquelle hier. Müssen wir mal schauen. Ja, und da hört sie auch schon auf. Gut, dann gehen wir zum Schrein. Die Markierung können wir wegmachen. Haben wir den gefunden auf jeden Fall. Tja. Das ist wirklich hilfreich, dass ich diese ganzen Markierungen gemacht habe. Sonst hätte ich wirklich, weiß ich nicht, Jahre gesucht, weil das einfach so fucking groß hier ist. Ja, ein Schild. Ui, wir haben ein Schild. So. Ich möchte auch hier das Schwert mitnehmen. Und dafür schmeiße ich auch gerne den ganzen Rotz hier weg. Wie das hier. Oder auch. Nee, gut. Lassen wir bei. Belassen wir es mal bei dem einen. So, was haben wir denn hier? Hä? Hat die gerade mit dem Kochtopf gekämpft? Fasst das nicht an. Ich habe die Temperatur perfekt. Was? Perfektens ausbalanciert. Da kann ich keine Herumfuscherei-Amateure brauchen. Sag mal, was willst du denn, Mädchen? Fass das nicht an. Ich glaube, Dings da hier. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich weiß das Rätsels Lösung. Genau das hier. So. Hast du dich beruhigt? Nee. Gut, dann weiß ich auch nicht, was die möchte. Ist uns aber auch egal, weil wir hier zum Schrein möchten. Warum sieht es hier so hässlich aus und kaputt und irgendwie Io-Soi-Schrein? Das sieht... Hä? Ist das alles abgefackelt oder was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Ziemlich kaputt. Naja gut, gehen wir mal rein. Mal schauen, was da abgeht. Hört ihr das? Das sind komische Mücken, die hier so im Scheiß herumfliegen oder so. Naja, ist ja auch egal. Wir gehen einfach mal rein und checken den Schrein hier aus. Mein Name ist Io So. Dann wollen wir mal gucken, wie du uns prüfen möchtest. Nimm es selbst in die Hand. Okay. Ja, das mache ich schon die ganze Zeit. So, wir haben auf jeden Fall hier schon mal einen Schatz. Ansonsten haben wir da unten noch einen Schatz. Können wir direkt abholen. War wahrscheinlich gar nicht so geplant, ne? Weil dazu ist ein Topas. Okay. Ich hoffe, ich kann hier einfach durchspringen. Ja, wow. Da tun wir der Falle trotzen. Okay, was ist das hier? Okay, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist da ein riesen Leiter. Also was heißt Leiter? Hier so ein Berghochteil. So, was hat das hier mit auf sich? Hä? Ach so. Wow. Cool. Auf jeden Fall cool. So, was hilft uns das? Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich jetzt von hier oben mal runtergleiten. Vielleicht hilft uns das, weil ich glaube, hier vorne ist diese Gleitposition. Aber... Na komm. Ja, meh. Aber ich glaube, wir brauchen Pfeile und wir haben keine Pfeile mehr. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich... Ja... Nichts Großartiges machen. Warte mal, wir können auch eventuell hier mit den Bomben was machen. Okay. Was müssen wir denn hier machen? Ach so, okay, alles klar, ich hab's raus. Ich glaube. Warte mal. Nee, das war ein bisschen doof. Ja, okay, es hat aktiviert. Gut, machen wir ein bisschen näher dran. Wir müssen sowieso nochmal hier aktivieren. So, und jetzt muss ich es hinlegen, ohne zu aktivieren. Warum?
Weil, siehe gleich. So, wir können nämlich von hier oben runtergleiten. Und dann komme ich auf jeden Fall auf die Plattform. Zumindest auf die, die etwas runtergelegt ist. Und wenn ich genau jetzt zünde, klick, kommen wir hoch. Tja. Ja gut, jetzt bräuchte ich auf jeden Fall einen Pfeil. Aber wir haben ja auch noch hier sowas. Ja, ja, der Schlaue schmeißt mit den Waffen. Und was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall einen antiken Reaktorkern. Meh. So, wir haben also auf jeden Fall noch ein paar Waffen, die wir rumschmeißen können. So ist es nicht. Wenn man keine Pfeile hat, muss man halt sich damit verhelfen. So, wie ist die Frage? Was müssen wir hier machen? Also erstmal klar rüber. Ja, und jetzt? Hä? Ja, spätestens jetzt brauchen wir doch irgendwie eine Bombe. Warte mal, warum fährt diese Plattform hinunter? Ich verstehe das nicht. Will die das wie die Bombe draufschmeißen oder... So, der Schein heißt, nimm's selbst in die Hand. Nimm's selbst in die Hand? Ja, wie soll ich das in die Hand nehmen? Ich komme hier nicht weiter. Mit der Bombe komme ich aber nicht durch. Das ist schon ein bisschen komplizierter, also... Vielleicht auch mit der Truhe. Vielleicht kann ich was mit der Truhe machen. Die kann ich ja nicht mitnehmen. Was ist das hier für ein Laser? Warum? Kann man den drehen? Nehmen. Ach so, ich kann den Laser hier bedienen. Ach Leute, Leute. Jetzt ist das Ganze natürlich super einfach. Oh Mann. Ja, sowas habe ich noch in keinem Dungeon gesehen, dass ich sowas hier mitbedienen kann. Ja, dann ist es ja super einfach. Und jetzt einfach hier aktivieren und einfach hoch. Ja, das ist natürlich jetzt super einfach. Aber ich wusste nicht, dass ich dieses Teil hier aktivieren kann, also mitnehmen kann, zumindest in die Hände. Weil das hatte ich noch in keinem anderen Schrein gehabt. Ja, komm. Klick. Jo. Und jetzt läuft der Hase auf jeden Fall. Dulululululu. Ja, komm. Da ist es passiert. Ich denke mal, wir haben auch hier den Schatz genommen. Das heißt, hier gibt es sehr wahrscheinlich nichts anderes. Jo, dann werden wir das Ganze mal hier beenden. Und uns der Beweis der Prüfung oder Beweis, auf jeden Fall das Teil hier holen, was man hier bekommt. Beweis der Bewerbung? Ach, was, weiß nicht, wie das heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Zeichen der Bewerbung, genau so heißt das. Und ich vergesse das immer. So, das ist das dritte, das heißt noch ein einziges. Noch ein einziges und dann geht's richtig mit der Story so richtig hardcore wieder voran. Boah, ich freue mich schon übelst, mal zu sehen, wie es mit den ganzen anderen Titanen so funktioniert. Besonders auch, wie es halt innen im Titan aussieht. Ich habe mich dann nirgendwo spoilern lassen, deswegen, ich habe keine Ahnung, ich spiele das komplett blind. Jo. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig. Muss halt schauen, mit welchen ich dann anfange. Mit welchen Titan. So, hier konnten wir nichts machen. Und was hat das hiermit auf sich? Wo ist eigentlich noch ein Schrein, was so ziemlich nah ist? Das muss ich mal gucken. Was wir eigentlich schnell finden könnten. Also im Prinzip ist hier irgendwas. Ich denke mal, wir können von hier aus. Oder vom Turm. Hier so rüberfliegen. Weil dann machen wir das hier. Irgendwann mal das nächste Mal. Und hier werde ich mich auf jeden Fall informieren demnächst. Irgendwann, das wird jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir das hier machen oder das hier. Deswegen werde ich erstmal den hier machen, weil der so ziemlich schön nah ist. Oder den hier unten. Hier scheint es auch irgendwas zu geben. Gut, ich gehe mal hier hoch. Und von dort aus schauen wir mal, wie wir zum letzten Schrein kommen. Boah, das sieht auch super geil aus, der Sonnenuntergang. Oder Aufgang? Ne, ich glaube Aufgang, weil es ist 3 Uhr morgens. Direkt mal hier Foto machen. Boah, das sieht so cool aus. Was macht der Kasper hier?
Achso, ich glaube, der sucht das Vogelvolk, ne? Naja, gut, soll er weiter suchen. Wir müssen uns auf jeden Fall entweder in diese Richtung. Ne, warte mal. Hier hin. Ich habe keine Ahnung, hier scheint aber kein Schrein zu sein. Das heißt, hier müssen wir irgendwas machen. Da ist irgendwas Rotes. Na gut, wir haben auch, wie gesagt, den Alternativen, dass wir dann einfach in den Süden. Also sprich irgendwie da lang. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen müssen. Weil wenn ich den halt noch jetzt hier in den Part reinquetschen will, ein Schrein, dann wäre das mir schon lieb, wenn ich einen offenen Schrein sehe, also ohne dass ich da was machen muss. Und ich hoffe mal, das ist dann so ein Schrein hier einfach geradeaus. Okay, das heißt kurz vor den Bergen da hinten. Mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Oder zumindest den Eingang finden von dem Schrein oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mal schauen. Sieht aber auf jeden Fall super geil hier aus mit den ganzen Klippen und so weiter und so fort. Einfach nur mega geil. So, die halten natürlich hier super viel aus. Warte, was habe ich denn für eine Waffe, für eine Kackwaffe? Ach ja, deswegen. Okay, ganz, ganz ruhig. Ihr werdet alle noch drankommen. Moment. Ah ja, gut, ich kann euch natürlich auch ein bisschen schocken hier. Ja? Ja. Okay, da haben wir selbst Schock bekommen. Ach, das war auch einer. Das war auch hier so ein gelber Schleim. Also sprich, ein gelber Donnerschleim oder sowas. So, ich denke mal, wir sind hier richtig, ja. Das heißt wirklich hier nur noch geradeaus. Da hinten im besten Fall zu den Bergen. Okay, hier ist noch ein Kasper, den machen wir klar. Oh, da wird jemand bedroht. Da müssen wir doch natürlich hier das Teil besiegen. So, wird ich besiegt? Hallo, puh, ja, jetzt ist wohl Dank angebracht. Bitte nimm das als kleine Anerkennung. Eine Monster-Essenz, jawohl, dankeschön. So, du hast mich schon wieder gerettet. Seit unserer letzten Begegnung, bla bla bla, Monsterladen immer noch nicht gefunden, bla bla bla, ist soll irgendwo in der Akala. Ja, ich weiß, wo der ist, also ich weiß genau, was die labert. Und zwar hat sie gesagt, dass das irgendwo hier sein soll. Das sieht aus wie ein Totenkopf, genau hier das. Im Wasser, im Totenkopf, also hier muss irgendwo dieser Monsterhändler sein, wahrscheinlich auch hier im Auge oder so. Und hier gibt es außerdem noch einen Schrein, wo wir auch demnächst mal hingehen werden. Weil das ist nämlich dieser NPC, wo man halt quasi die Monsterteile abgeben kann. Und dadurch kann man halt bestimmte Sachen bei dem kaufen. Also man gibt denen halt die Monsterteile. Ist denn da jetzt runtergefallen? Naja. Und auf jeden Fall kann man da Sachen kaufen, die man halt nur für Monster-Materialien bekommt oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Selbst gesehen habe ich es noch nicht. Jo, was geht denn hier? Hallo? Warum? Wird auch nicht zu schlagen. So, kann ich die etwa mit Magnet nehmen? Nee. Warum habe ich eine stumpfe Waffe mittlerweile? Zählt das als stumpfe Waffe? Nee. Nee. Okay, dann werde ich den wahrscheinlich... Ja, lass mich doch mal bitte auch mal aufstehen. So. Ja, dich haben wir erwischt. Dich haben wir auch erwischt. Perfekt. So, und dann jetzt nur noch zu diesem Glibby-Schleimi-Dingsbums. Yo. Der ist auch weg. Okay, also wir sind nach wie vor hier auf der Schreinsuche. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Vielleicht ist das doch so ein Schrein, den man erstmal heben muss. Okay, da hinten wird irgendwas gemacht. Was machen die da? Okay, ich glaube, die freuen sich. Warum auch immer. Warum freuen die sich? Warum machen die sowas? Okay, ich habe keine Ahnung, was die hier machen. Auf jeden Fall sind hier da ziemlich hässliche Viecher. Okay, das sind 4 Stück. Das ist kein Problem. Wir haben unser krasses hier. Genau, wir machen hier ein bisschen Feuer-Action. Getrackt. Wir brutzeln euch an. Ach, guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Oh,
Er hat mich fast getroffen. Wo ist mein Feuer? Feuer, Feuer, komm zurück. Mist. Ist hier ein Drache unterwegs? Warum ist hier sonst Luft? Ach so, stimmt. Ich habe gemerkt, nämlich wenn man das Gras abfackelt, dann entsteht immer Feuer drunter. Also Luft, denkst du, dass man hochfliegen kann. Das ist voll komisch, ne? Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Boah, habt ihr das gesehen? Was ein krasser Move. So, den seine Waffe möchte ich haben. Die sind ziemlich geil. Nein! Jo! Danke. So, da werden wir die Waffe auf jeden Fall nehmen. Das ist nämlich die krasse hier Schlag-mich-Keule. Die ziemlich viel Schaden anrichtet, Keule. Die ist richtig nice. So, zu dir, du Würstchen, wo ist dein Schwert? Hä? Wo ist dein Schwert? Hast du keins? Ja, dann hast du Pech gehabt. Ey, zum Glück haben wir den Elefanten. Sonst wäre das ziemlich doof. Warte mal, Knochen, Bockstock, Bockkeule? Bockstock, nee. Die Keule ist besser. Ein Holzpfeil, was haben wir denn hier noch? Hyrule-Pilze? Irgendwie bin ich hier total falsch, kann das sein? Ich habe mich verlaufen, aber irgendwas scheint es hier auch zu geben. Warum haben die hier was gemacht? Irgendwie so ein Ritual abgehalten oder was? Was ist denn hier los? Okay, dann ist das wahrscheinlich nur so ein kleines Lager von ihnen gewesen. Oh, da hinten ist ein Schatz. Das werden wir uns mal anschauen. Immer diese Schleime, die da versteckt sind in den Boxen, ha? Und was ist da drin? Ein Topaz. Ja, nice. Kann man verkaufen oder so? Also hier oben scheint noch ein Kasper zu sein, der jetzt einen Headshot bekommt. Und das war's. Sonst habe ich keine Ahnung, was uns hier jetzt noch erwartet. Ich versuche natürlich noch zu dem Schrein zu kommen. Der irgendwie hier vorne sein soll. Okay, dann war das wirklich halt nur so ein kleines Lager an Bocklins. So, ist das etwa da unten oder was? Warte mal, kann sein, dass ich hier schon mal überhaupt nichts gefunden habe? Kann das sein? Irgendwie erinnere ich mich, dass ich hier schon mal nichts gefunden habe. Und keine Ahnung warum. Doch, doch, hier war ich schon mal. Ich war hier schon mal und habe nichts gefunden. Ich wollte eigentlich nachgucken, habe aber bis jetzt immer noch nicht nachgeguckt, was es hier geben wird. Gut, dann werden wir auf jeden Fall irgendwie einen anderen Schrein suchen müssen. Hier ist wahrscheinlich auch irgendein Secret, dass man das erst öffnet. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Gut, dann werden wir auf jeden Fall irgendeinen anderen Schrein gehen. Ich muss mal gucken, was wir noch könnten eventuell. Also, was auf jeden Fall klar ist. Warte mal, hier ist der Schrein, das ist der Schrein. Wir könnten also vom Turm aus hier vorne hin, weil das ist definitiv das hier, was geben soll. Dann können wir den hier. Gut, dann gehen wir es mal hier hin. Und, jo, wie ich in der Luft hänge. Das ist das, was ich gesagt habe. Man kann wirklich aus jeder Position, auch wenn du im Kampf bist, nur noch ein halbes Herzchen hast, dies und das, du kannst dich wegworben. Jedes Mal kannst du dich wegteleportieren. Und das ist wirklich super hilfreich, wenn du da wirklich gerade, wenn dein Arsch aufgerissen wird, kannst du einfach flüchten. Und das ist so geil. So, das heißt, hier müssen wir in den Norden. In den Norden, ganz hinter dem Sumpf. Ah, da hinten sehe ich das schon. Ich sehe den Schrein. Ja, der ist auf jeden Fall da. Wir sind einfach nur geradeaus. Ich werde das jetzt mal skippen hier, dieses Camp. Aber da hinten sehe ich es leuchten. Sieht man ganz schwach, aber auf jeden Fall dort ist es. Boah, das sieht immer nach wie vor so cool aus. Link, die geile Sau. Jo, was wir machen könnten, wäre natürlich eine andere Rüstung anziehen. Zumindest diese hier, damit ich die Gegner sehen kann. Die HP. Oh, 3, das ist super schwach. Ja, das Gebiet kommt man auch eigentlich recht früh hin. So, warte mal, wir müssen einfach geradeaus.
Denk mal, das Lager würde ich auch erstmal in Ruhe lassen. So, auf jeden Fall gucken, dass wir das jetzt auf jeden Fall noch in den Party reinquetschen. Dass ich dort ankomme, bei dem Schrein und es öffne. Stirbt ihr Schweine! Ihr Glibber! So, das Master Sword müsste eigentlich wieder repariert sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, was ich noch machen wollte, ist doch eigentlich, da hinten ist der Schrein. Da, leuchtet er. Ich wollte eigentlich noch bei den Brokkoli-Mann, na ihr wisst schon, der uns die Waffenslots erweitert, den ich die Dingste geben muss. Jo, Alter. Da hat er mir gerade so ein Dreiviertel des Hetzen abgezogen. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, du Schwein? Muss ich dich erstmal töten? Oh. So, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte also beim Brokkoli-Mann eigentlich noch den Waffenslot eintauschen, aber das denke ich mal machen wir dann im nächsten Part. Bin ich hier richtig? Ja. Genau, da im Wasser irgendwo, da guckt auch schon raus. Das sind mir die liebsten Schreine, die man sofort sieht, findet und reingeht. Aber dementsprechend gibt es da auch ja, Secrets. Wisst ihr, wie man hier leicht durchkommt, wenn man quasi kein Dings da hat, ne? Nicht gut schwimmen kann. Richtig, einfach mit Wasser. Einfach mit Wasser, wenn man keine viel Ausdauer hat. Ja, den Rest können wir natürlich rüberfliegen. Der wollte immer einen Körper reinmachen. Oh, das sieht aber ziemlich geil aus. Blumen. Oh. Hey, wo willst du denn hin? Lass die Blumen in Ruhe. Hä? Was bist du dann? Ich habe um den Schrein herum Blumen gepflanzt. Sei bitte vorsichtig. Nicht auf sie drauf treten. Okay. Bitte nicht betreten. Okay, gut, dann werden wir die Blumen in Ruhe lassen. Ja, aber warte mal, das sind doch überall Blumen. Oder? Gibt es einen Weg, wo wir vorbei können, ohne die Blumen zu schlachten? Okay, hier definitiv nicht. Ich meine, ich möchte mich jetzt nicht mit anlegen, ne? Das ist halt eine Frau. Da muss man aufpassen. Ich habe euch alle lieb, Frauen. So. Wie gesagt, wir wollen ja nicht so sein. Wir finden auf jeden Fall einen Weg hier rein. Ohne, dass ich da eine Blume, auch den Zweig krümel. Oder wie sagt man das? Ein Blatt krumm mache. So, auf jeden Fall, hier sind wir hier richtig. Ah, diese Blume in der Mitte, das stört mich. Moment, Moment. Ganz, ganz ruhig, ganz fein. Ja, fein. Der Hira-Schrein. Gut, allerdings werden wir diesen Schrein erst im nächsten Part besuchen. Sonst zieht sich der Part viel zu lange. Jo, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns nicht, oder? Doch, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.